Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video. Wie versprochen, auch dieses Mal geht's los mit dem großen Entmisten. Ich habe schon was vorbereitet, einen großen schwarzen Müllbeutel und eine Kiste mit Sachen, die ich entweder verkaufen werde, versuchen werde zu verkaufen oder aber spenden werde. Und jetzt starten wir, wie du siehst, in meiner Küche. Und wir werden mal schauen, ob wir vielleicht einen größeren Raum benötigen. Und ich bin der Meinung, wir benötigen keinen größeren Raum, sondern wir müssen uns einfach von Sachen trennen. Und das machen wir jetzt gemeinsam. Los geht's! Ihr kennt ja bereits meine Küche. Achtung, wir werden jetzt nicht aufräumen. Das sind jetzt Sachen, wir haben gerade vorhin noch zu Mittag gegessen. Hier liegt noch alles rum. Das gehört alles noch zur Abendroutine, das machen wir aber auch bald. Bevor wir das aber alles machen, wollte ich euch nochmal zeigen. Wir werden jetzt also alle Schubladen durchgehen, alle Schränkchen und werden das entfernen, was wir definitiv nicht im Gebrauch haben. Und los geht's. Hier ist mein Kühlschrank, das bleibt. Hier oben habe ich unser Hundezeugs, da gibt es auch nichts zu entfernen. Dann geht's los hier mit meinem Schrank mit ganz viel Zeugs. Das werden wir allerdings in einer anderen Art und Weise machen. Da werden wir nochmal gucken, was alles noch haltbar ist und was nicht. Also das werden wir jetzt heute nicht machen, aber das muss auch noch organisiert und verschönert werden. Dann schauen wir mal weiter. Ich habe hier so einen. Einen Mixer. Und zwar ist das ein Mixer für Shakes. Ich glaube, der kann jetzt weg. Ich glaube, der kommt, opala, der kommt da rein und wird versucht zu verkaufen. Dann schauen wir weiter. Ich habe hier noch so Dinge von To Go aufbewahrt. Braucht man das denn wirklich? Braucht man das? Ich komm. Weg. Schieben. Ach, das ist ja vom Mixer. Was haben wir da hinten noch? Ach, meine ganzen Dinger, da komme ich nämlich gar nicht hin. Meine ganzen Teller, Unterteller und... Ach, der gehört mir gar nicht. Seht ihr mal, der gehört Petra. Und die sieht mein Mann öfter. Das müssen wir ihr mal zurückgeben. Moment, wir gehen jetzt mal dahin zur Küche. Warum ich das hier aufbewahrt habe, ich weiß es nicht. Kommt weg. Mal gekauft für Brownies und nie hergenommen, weil ich sie vergessen habe und alles, was da oben ist, ist für mich nicht erreichbar, sondern eher für Sachen für meinen Mann. Also das bleibt. So, das tun wir wieder da rein. Öffnen wir den nächsten Schrank und wie ihr seht, das ist ja so meine Abteilung für mein Meal Prep, meine ganzen Dinger. Vitamine für die Kinder, unbedingt wichtig, Vitamin D3 und K2 und Magnesium, unbedingt auffüllen, Mädels. ABCZ, okay, bleibt, da ist jetzt nichts, oh, ich liebe ihn, bleibt auch, das brauche ich nicht. Das kommt weg und das kommt auch weg. Also ich brauche das gar nicht. Das sind To-Go-Becher, eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber ich habe sie wirklich noch nie gebraucht und werde sie wahrscheinlich dementsprechend auch nicht brauchen. Und die kommen auch da zum Verkauf oder zum Spenden, werden wir dann sehen. Gut.
So, damit haben wir jetzt da schon mal wieder mehr Platz geschaffen. Putzen und Aufräumen, wie gesagt, werden wir nicht jetzt machen. Da habe ich auch noch flüssiges Vitamin D3, mein Kräutersalz, was ich selbst gemacht habe. Verschlüsse, die brauche ich. Nüsse. Das da oben ist die Abteilung von meinem Mann, da komme ich eh nicht hin. Vitamin C Pulver, seine Zitronenpresse. Und da ganz oben komme ich auch nicht hin. Bleibt also auch für meinen Mann. In der nächsten Abteilung habe ich meine ganzen Fläschchen aufbewahrt, weil ich gerne alles in diese Flaschen von Tomaten, passierten Tomaten einfülle. Marmeladengläschen und so weiter, das bleibt, weil ich das oft hernehme. Da brauche ich auch momentan nichts aussortieren. Hier haben wir so Thermoskannen und so Zeugs, Shaker, die bleiben auch, die werden auch verwendet. Da hatten wir schon mal gut ausgemistet. Nächste Abteilung, Kaffee, Tee. Ja, Tee brauchen wir jetzt nicht wegschmeißen. Sachen von meinem Mann, da komme ich auch nicht hin. Und da oben wird auch nichts weg. Also das bleibt, das benutzen wir alles, außer hier. Voilà. Diese ganzen, ich sehe schon was, was wir nicht benötigen. Und zwar das da. Deckt euch nichts, die werden immer noch verwendet. Und zwar mache ich aus denen Apfelmus und die kommen in Kekse für die Hunde rein. Also das ist immer noch gut. Jede Mama kennt es, Pulver für Kinder. Keine Angst, hier ist kein Pulver drin, hier ist Zucker drin. Den haben wir immer hergenommen, wenn wir irgendwie unterwegs waren, war das eigentlich immer recht praktisch. Wisst ihr, wenn man so zum Baden geht und dann irgendwie was braucht mit Zucker, braucht man das noch? Wir lassen das mal da stehen und überlegen uns, ob das noch wirklich benötigt wird oder nicht. So, was haben wir denn da noch? Espresso. Ich trinke keinen Espresso, das macht aber mein Mann. Bleibt. Der dürfte schon lang abgelaufen sein. Double Chocker, was? Mokka. Alles klar, oder? Komm weg. Damit ist dann das hier auch erledigt. Besteck, da kommt nichts weg, das ist okay. Hier, die Schublade, die jeder hat und jeder braucht. Wir schauen mal, ob wir hier was weg tun können. Vielleicht müssen wir da einfach noch mal aussortieren. Aber aussortieren, was ich benötige, das alles. Aber auf jeden Fall ein bisschen aufräumen und sauber machen. Wie man sieht, sind die Krümelmonster hier drinnen und die sind eigentlich überall in der Küche. Aber das machen wir nicht heute. So, nächste Schublade. Was ist da dran? Ja, Tücher. Brauche ich nichts aussortieren. In the next habe ich meine Bretter und mein Liebling bleibt auf alle Fälle. Hier drunter ist nur Putzmittel und Zeug, das kann ich euch aber auch zeigen. Und der gelbe Sack, Müll und da ist eigentlich auch nichts drin, was weg kann. Sehr gut. Die obere Schublade, die bleibt auch so, wie sie ist. Hier sind die Tupper-Schüsseln für meinen Mann und mich. Und für die Kinder natürlich auch. Diese total dumm konzipierte Ecke ist eigentlich nur Mehl und so Zeugs drinnen, was wir mal ein bisschen umsortieren müssen und sauber machen müssen. Diese Schälchen hier vom Joghurt, die habe ich ausgewaschen. Die benötige ich jetzt, weil ich jetzt dann meine Sachen langsam aber sicher für die Gartensaison verwende. Und dann eignet sich das super. So,
großen anderen Schrank habe ich echt viel Zeugs. Ja, da oben komme ich wie gesagt auch wieder nicht hin. Das sind die Meal Prep Sachen von meinem Mann. Noch ein paar Tupper-Schüsseln. Das werden wir uns jetzt mal direkt anschauen. Und das hier, da kann einiges weg. Fangen wir doch damit an. So, ich habe hier einen Haufen Zeugs. Motivtortenzeug. Ich weiß nicht, kennt ihr Motivtorten? Macht jemand von euch Motivtorten? Ach, und die habe ich schon überall gesucht. Ha. Was ist denn das? Ach, ein Mold. Oh, süß. Okay, das sind so Ausstecher, die ich jetzt so verwendet habe für irgendwelche Torten. Das bleibt auch auf jeden Fall. Das hier kommt zu einer ganz großen Kiste. Ich habe schon einiges unten im Keller für Fondant-Torten. Und da werde ich das als Paket verkaufen. Hoffentlich ist das noch nicht abgelaufen. Was ist denn das? Jetzt gerade gar nicht, ob das abgelaufen ist. Na klar, ist abgelaufen. Also kann auch das schnell jetzt weg. Kommen wir ja nicht mehr rein. So, in dem anderen habe ich so Zeugs für Muffins. Für Ding. Und ja, Krümelmonster ist auch hier. Sag mal, ihr wisst schon, diese Dinge. Hier. Ach ja, hier haben wir so Geburtstagskerzen. Das bleibt natürlich auch. Ansonsten ist jetzt da auch nichts, was ich jetzt auf die Schnelle wegschmeiße. Dann gehen wir mal ins Detail rein, was wirklich alles weg kann. Okidoki. Oh, seht ihr mal, jetzt weiß ich gar nicht, was da ist. Da kommt nämlich. Aua, ich weiß, was das ist. Ausstecher, nur andere. Das machen wir sauber in einer anderen Zeit. So, hier oben sieht man es ja eh schon. Jetzt eigentlich nichts. Das haben wir eigentlich vor ein paar Jahren schon mal super aussortiert. Nichts Wichtiges, was jetzt hier weg kann. Außer vielleicht diese große Tasse, die nervt mich nämlich schon die ganze Zeit. Die da. Super. So, die kommt weg. Und das da hinten. Wenn ich da hinkomme, dieser Zuckerstreuer kommt auch weg, weil wir haben da schon ausreichend. So, dieser Zuckerstreuer tun wir auch dahin. Kann weg. Ja, das kann weggeworfen werden. Dann, gut, die Ablage lassen wir ja eh. Da hinten ist nur verstaubte und dreckige Deko, da bleibt auch alles wie gehabt in meinem Rondell. So, oben gibt es jetzt eigentlich auch nichts. Ja, okay. Ich werde das doch wieder verkaufen. Und zwar ist es für die KitchenAid so eine Raspel und mit verschiedenen Aufsätzen. Ich verwende es zu selten. Das kommt auch, werde ich verkaufen. Dann haben wir hier unten unser Ding, das bleibt. Meine Formen bleiben auch. Siebe und ja, was man so benötigt, das bleibt auch. So, ich habe einen zweiten Backofen, ja. Fragt euch nicht warum, der eine war schon drinnen und den anderen haben wir halt mitgenommen.
Und deswegen habe ich zwei. So, ihr Lieben, das ist die Ausbeute nur aus der Küche. Und das hier auch. Ich habe da allerdings noch ein Gebiet, und zwar da. Und da habe ich noch einen Teil von der KitchenAid. Ich liebe es. Aber das ist dieser, da kann man so verschiedene Spaghettis machen aus Gemüse und Obst. Auch den verwenden wir einfach viel zu selten. Der kommt auch weg. So, wie man sieht, wow. Ja, das ist das, wenn man etwas nicht hernimmt und ja einfach da einstauben lässt. Hier habe ich noch einen Haufen Zeugs für meine Plätzchenbackerei. Hier sind eigentlich eher so die Hundesachen und ja, so kleine Schälchen. Was haben wir da noch? Die ganz kleinen Hundeschälchen. Das bleibt auch, weil ja, wir immer Hunde da haben. Da haben wir auch noch ein paar Schalen und ah ja, das kann auch weg. Und das kann auch weg. Waren zwei so Getränkeflaschen und das waren halt eben die Verschlüsse, das kann weg. Schüsselchen für Bautzen. Und hier ist eigentlich nur so Obst, Gemüsezeugs, momentan leer, Zwiebeln, Kartoffeln habe ich dort immer auf Lager und das war's. So ihr Hübschen, wie ihr gesehen habt, wir haben einiges nur aus der Küche rausgeholt. Wir machen uns einen Spaß daraus oder sozusagen eine Challenge und werden mal notieren, wenn ich mit dem ganzen Haus komplett fertig bin, wie viele Sachen ich wegschmeiße und wie viele Sachen ich versuche zu verkaufen oder ja zu upcyclen, vielleicht einfach weitergeben. Wir haben hier in der Gegend zwei Geschäfte und da kann ich das abgeben und dann können sich das bedürftigere Menschen für kleines Geld, 50 Cent oder so kaufen. Also, solltest du Interesse haben an diesen Sachen, die ich dir danach zeigen werde, die ich verkaufen möchte, dann kannst du mich gerne anschreiben. Ich werde es vielleicht auch verlinken. Wie gesagt, mit der Technik hapert es bei mir sehr stark. Ich weiß es noch nicht, wie das funktioniert, aber wir kriegen das alles hin. Was ich aber auf alle Fälle noch sagen möchte, also, es geht hier nicht um Minimalismus, wie das jetzt der momentane Hype und Trend ist. Es geht nicht darum, Sachen wegzuschmeißen, nur damit du weniger hast. Es geht einfach nur darum, Sachen wegzubringen. Schmeißen finde ich immer blöd, weil wegschmeißen, wir haben genug Müll auf dieser Welt und vielleicht ist ja doch ein Bedürftiger da, der sich das nicht leisten kann und genau dieses Teil von dir haben möchte. Schenk es lieber her, versuch es bei Freunden zu verschenken, wenn dir das Teil nicht mehr gefällt. Versuche es in bedürftigen Stationen abzugeben, der dir das nimmt, Caritas. Oder vielleicht habt ihr auch in der Umgebung so ein Geschäft für Bedürftige, die sich dann mit ihren Scheinen das dann abholen können. Also ich bin mir sicher, es gibt in jeder Ortschaft irgendwas, wo man es abgeben kann. Und das ist natürlich eine gute Sache. Ist natürlich auch nachhaltig, wenn wir schon beim Hype und beim Thema sind. Viel wichtiger ist die Tatsache, dass wir nicht Zeug zu Hause haben, was natürlich irgendwann mal von uns gewollt war. Wir haben uns das gewünscht, wir haben es uns gekauft, wir haben es uns eingebildet, aber nie hergenommen. Und es geht einfach jetzt darum, zu sagen, okay, damals habe ich es mir eingebildet, warum auch immer, heute weiß ich es nicht mehr. Du hast es aber jetzt monatelang, jahrelang vielleicht überhaupt nicht hergenommen und dann kann es einfach weg. Und sobald es weg ist, ist es halt weg. Also dann haben wir einfach auch mehr Platz. Sorry. Viele von euch denken ja, oh, ihr seid jetzt zum Beispiel in einer Wohnung und ihr sagt, boah, ich habe in meiner Wohnung keinen Platz. Das ist nicht wahr. Wenn wir mal die Schränke öffnen und schauen, wie voll die sind, die Kleiderschränke oder sonst was, wir kennen es alle. Wir stehen vor dem vollen Kleiderschrank und sagen, wir haben nichts anzuziehen. Schlussendlich kaufen wir dann wieder neue Sachen, aber wir werfen oder wir verwerten die anderen Sachen nicht. Und genau das ist halt der Punkt. Je mehr Sachen sich dann immer reinkommen, desto weniger gehen raus. Wir müssen uns aber lösen, damit wir vorankommen mit der Sauberkeit, mit der Ordnung, weil wir keine Ordnung schaffen können, wenn einfach zu viel
um uns herum ist. Und deswegen starten wir dieses Programm hier und ich würde mich echt freuen, wenn du mitmachst. Vielleicht jetzt sogar. Einfach geh nur in die Küche, tu deinen Wecker auf 15 Minuten, schau schnell durch und bring's weg. Was diese Systeme von Marie Kondo und wie auch immer sie heißen angeht, ja, wenn du viel Zeit hast, kannst du jeden Gegenstand in die Hand nehmen und schauen, was du empfindest. Ich persönlich, wir wissen es alle, also ob man das Teil noch braucht oder nicht, ob man dran hängt oder nicht, ich muss es jetzt nicht erstmal in die Hand nehmen und sagen, oh, brauche ich nicht, oh, habe ich eine Verbindung zu diesem Teil oder nicht. Vor allen Dingen in der Küche wissen wir alle ganz genau, vorausgesetzt, du bist in der Küche und tust halt da drin werkeln, was wir brauchen und was nicht. Und deswegen, ich hatte schon mal vor 2-3 Jahren gut ausgemistet, da war noch viel, viel mehr. Heute war noch nicht so viel, aber ich bin mir sicher, es wird noch wirklich viel werden. Vor allen Dingen, wenn wir dann auch in die Kinderzimmer kommen, weil die sind auch dran. Zumindest nur das von meiner Tochter. Mein Sohn ist ein sehr, ich darf es nicht laut sagen, aber sauberer. Und meine Tochter ist eher so in Richtung Messi. Wobei, das ist ein gutes Stichwort, es gibt Menschen, die haben eine Krankheit. Und die können sich einfach nicht lösen von diesen ganzen Sachen, die sie anhäufen. Und es gibt viele Videos in YouTube. Und zuletzt habe ich auch eins gesehen und da war sogar das Foto ganz groß vom Messi-Haus zum Minimalismus. Und dann ist es abgefilmt worden und eigentlich war in diesem Haus alles okay. Es war alles aufgeräumt, es war alles sauber. Wenn jemand ein Messi-Haus hat, da kommt ihr nicht mehr rein. Und deswegen mag ich diese Begriffe nicht, wenn jemand über andere urteilt, das ist eine Krankheit und das kann man nicht einfach so lösen, ja, schmeißt halt alles weg. Es gibt nun mal Menschen, die sind in der Hinsicht krank, die sammeln alles und sie können sich davon nicht lösen. Und deswegen versucht, also wenn du jetzt auch dazugehörst und weißt, du hast zu viel Zeug, vor allen Dingen auch Müll oder also wirklich Müll, nicht nur Sachen, sondern wirklich Müll, dann bitte such dir Hilfe. Such dir Hilfe, sprich mit deinem Arzt darüber, ob du vielleicht Hilfe bekommst und wenn ja, von wem. Aber bitte lass es nicht weiterlaufen, weil es einfach auf Dauer für deine Gesundheit auch nicht gut ist und auch für die psychische Gesundheit auch nicht gut ist. Alle anderen sind jetzt dran. Gehen in die Küche, 15 Minuten, husch, husch, husch und fertig. Wir machen jetzt da nicht ewig lang rum, wir nehmen nicht alles in die Finger und fragen uns, braucht man nicht. Das könnt ihr gerne woanders machen, an Sachen, wo ihr vielleicht stärker hängt. Es gibt vielleicht Damen unter euch, die extrem Make-up sammeln, teures Make-up von MAC und Co. Ja, okay, da überlegt man sich dann schon, ob man jetzt einfach so einen Lippenstift für 30, 40 Euro in den Müll wirft, den man sich ja damals eingebildet hat, oder ob man ihn doch lieber behält, weil könnte ja wieder gebraucht werden. Auch dahin, also auch zum Thema Make-up und was braucht man nicht, kommen wir gerne. Das war es jetzt erstmal von mir. Ich muss jetzt ganz flott einkaufen gehen, weil wir haben ja heute schon Freitagabend. Und ich muss die Küche noch in meiner Abendroutine machen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Es hat dich inspiriert und motiviert, heute, nicht morgen, heute, jetzt sofort, gleich jetzt, wenn es vorbei ist, hier einfach mal die Schränke schnell auf. Schau, hast du das verwendet? Du weißt es doch. Schmeiß es sofort weg, verwerte es. Wichtig ist auch, laut Fly Lady, die Sachen, die du jetzt rausgenommen hast, nicht einfach in den Keller zu bringen und zu sagen, ja, vielleicht brauche ich das doch nochmal. Nein, glaubt es mir, wir werden diese Sachen nicht mehr benötigen. Also, diese Sachen, die du aussortiert hast, müssen sofort wegkommen. Das heißt, hast du dich entschlossen, die Sachen wegzuwerfen, werfe sie auch sofort in den Müll und bring den Müll weg. Hast du dich entschlossen, die Sachen zu verwerten, an Häuser zu geben, Caritas etc., dann packst du sie schön in einen Beutel, bringst schon mal zu deinem Auto,
Und wenn du ganz super bist, dann fährst du es auch sofort weg. Ich werde das heute nicht schaffen, weil ich, wie gesagt, zum Einkaufen muss. Und bei mir gehen ja jetzt die Tage weiter und ich werde jetzt jeden Tag ein Zimmer sozusagen abfilmen. Und wir werden uns dann im Keller versammeln und werden sehen, was wegkommt, wie der Haufen wächst und wie der Haufen dann komplett weg ist und das Haus leerer wird. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen herzlichen Dank für die Neuen. Das letzte Video ging irgendwie voll nach oben. Ich weiß zwar nicht, warum und wieso, aber es freut mich sehr. Dankeschön, startet durch und sagt mir danach, wenn ihr fertig seid, ob ihr es gemacht habt, unten in den Kommentaren. Und dann legen wir los ins nächste Zimmer. Ciao!